Hallo Leute, ich möchte heute nur ein kurzes Video machen. Ich bin in Sri Lanka, wie ihr seht. Das ist meine Unterkunft gerade hier. Und es geht um das Thema, wir haben gestern darüber gesprochen, dass es, ich wollte da schon seit Jahren ein Video drüber machen, dass es so viele reiche Menschen gibt, die Charity Foundation organisieren und gründen und sich rühmen. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass die super mega Reichen da immer eingeladen werden, einen Haufen Geld zahlen, um super leckeres Essen zu bekommen, was gecatert wird? Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass das irgendwie ein bisschen komisch ist? Wieso spenden die so viele Gelder in irgendwelche Charities, in Fonds und irgendwelche komischen Sachen, was man einfach so machen könnte und unter die Leute bringen oder generell einfach ein anderes System zu kreieren. Und ich habe gestern mit Freunden gesprochen und die ist in A-Town, Anuradhapura oder wie auch immer man das nennt. Und die haben ganz viele Charity Foundation Organisationen, ja, das bin ich, Organisationen, wo die ja sagen, sie wollen Kindern helfen, aber wisst ihr, was in Wirklichkeit passiert? Die Kinder, die dort untergebracht sind, werden verkauft an Leute, die pädophil sind, die Kinder adoptieren wollen. Und mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass ganz viele Kinder aus Sri Lanka jetzt ihre Eltern suchen. Und was die Einheimischen dann machen, ist, die sagen: Hey, such deine Eltern nicht, das brauchst du nicht. Lass es so, wie es ist. Und meine Frage ist, wer kommt denn auf so eine Idee und sagt denn sowas? Wieso denn? Und dann habe ich zu einem gesagt, den habe ich in Australien getroffen, der hat mir so leid getan, weil ich einfach gesehen habe, dass seine Seele leidet. Er versucht, seine Familie zu treffen und keiner hilft ihm. Da habe ich gesagt, du, hör zu, das ist super leicht, deine Familie zu finden, weil Sri Lanka ist nicht groß. Der Punkt ist, wieso wollen die Leute nicht, dass du sie findest? Ganz einfach, viele Eltern haben ihre Kinder verkauft. Ganz vielen Eltern wurden die Kinder weggenommen, um dann, was wir ganz stark hatten, Österreich, Schweiz, Deutschland. Ganz viel kamen hierher für den Sextourismus, auch Frauen, ältere Frauen, die sich dann die jungen Kerle hier schnappen. Und es sind nicht immer nur die Männer, es sind genauso auch die Frauen, die Sex möchten und Sex brauchen und wollen. Und dann sagt Mama, ja. Es regen sich zum Beispiel gerade die ganzen Amis auf, dass die ganzen Amis nach Asien gehen und sich Frauen dort holen. Ja, die Frage ist, was passiert hier eigentlich auf der Erde? Wieso sind wir so programmiert, dass wir gar nicht mehr schnallen, was eigentlich los ist? Und mir geht es hier um die Kinder. Die Kinder werden hier ja, missbraucht. Geht gar nicht, geht absolut überhaupt nicht. Das sind wunderbare Wesen. Und ihr schaut überhaupt nicht mehr, was los ist. Und die Welt spielt einfach gerade total verrückt. Ihr versucht, eure Kinder in irgendwelche blöden Zeittafeln, in irgendwelche Fächer und Schubladen zu stecken und organisiert den ganzen Tag, dass sie dieses und jenes und dieses machen müssen, anstatt dass ihr mal mit euren Kindern rausgeht in die Natur oder in den Wald oder die spielen lasst und einfach die Kinder mal in Ruhe lasst und glücklich sein lässt. Nee, da müssen die Klavierunterricht und Tennisunterricht und Judo und dieses und jenes und mein Kind kann das und mein Kind kann jenes und Ballett und dieses. Ja, das ist ja toll und schön, aber es soll halt auch Spaß machen und es soll das Kind auch wollen. Also nochmal ganz klar, ganz viele Organisationen haben dunkle, negative Energien. Schaut euch das an und schaut, wo ihr Geld investiert. Dann macht es lieber selber, bevor ihr irgendwie an große Investoren oder solche Sachen geht, die sagen, dass sie so toll sind. Ja, auch Mönche, Religionen. Bis dann.